Hallo und herzlich willkommen zurück auf Hof Hirschfeld zu einer weiteren Let's Play Folge. Ja, heute gibt es ein bisschen was zu tun. Natürlich wie immer, wann gibt's das hier nicht? Ja, wir werden auf jeden Fall einen neuen Feldrandkurs da vorne für das Grasfeld einfahren. Und das müssen wir machen. Das hat sich ja verloren in den letzten Folgen und wenn wir das gemacht haben, werden wir auch direkt den Big M darauf ansetzen und hier mal Gras fahren lassen. Wir brauchen auf jeden Fall noch neues Heu. Da haben wir wahrscheinlich nicht mehr so arg viel. Ich möchte auch Heu, glaube ich, nochmal pressen. Ja, werden wir dann. So, gucken, wie weit wir heute kommen. Das schauen wir uns jetzt an und dann machen wir nachher entsprechend weiter. Ja, warum fahre ich jetzt hier mit dem Ram durch die Gegend? Ich fahre mit dem den Feldrandkurs natürlich ein. Ne? Warum denn nicht? Kann man auch mal machen. Können wir hier aus der Innensicht fahren. Ach, also die Gräser sind nicht ohne. Ne? Wenn wir in den Traktoren sitzen, dann sitzen wir immer relativ weit weg, aber die sind schon auch hoch. So. Hier werden wir mal den Feldrandkurs beginnen. Wir machen das auch nicht zu eng alles. Das soll ja schon auch berechenbar bleiben. So, und dann wollen wir, das ist eigentlich egal, was wir hier gerade machen. Wir wollen ja einen neuen Feldrandkurs aufbauen. Ich fahre mal hier ein Stückchen an der Seite entlang. So, können wir nämlich gleich da eine schöne Kurve hindrehen. Und jetzt legen wir mal los mit dem Feldrandkurs für den Big M später. Und natürlich die anderen Geräte, die hier dann auch rüberfahren werden. Ja, hier an der Ecke, da gibt es auf jeden Fall noch irgendwie Sachen, müssen wir vielleicht ein bisschen von weg bleiben. Jetzt bleiben die Geräte da hängen, das wollen wir auch nicht. Aber die können auf jeden Fall hier bis hier hinten ans Gras ranfahren. Ist ja der Randkurs, ne? Wir fahren ja wirklich den äußersten Rand jetzt gerade. Mal, das macht der Big M, ja, dann müsste das auf jeden Fall auch gleich entsprechend mitmachen. Und das ist das Schöne, ne? Dann jetzt könnt ihr wirklich nicht mehr Feldrand berechnen lassen. Wenn ihr hier einfach weiter rüber fahrt, dann könnt ihr halt auch die Flächen mitnehmen. Und ich überlege gerade, nehmen wir auch noch die Mittelflächen hier mit. Ach, warum denn nicht? Ein Bauer sollte das nutzen, was er hat. Und das haben wir hier gerade auch. Ich bin mal gespannt, wie die Berechnung nachher aussieht, ob das überhaupt funktioniert. Sollen wir nochmal neu einfahren. Das ist schon eine enorme Ecke hier. Aber gut. Kein Gras stehen lassen, ne? So, hier noch rüber. Kommen wir am Pferdestall vorbei. In einem Bogen, dann sollte das auch mit der Berechnung nachher passen, mit dem Vorgewinde. So, jetzt können wir hier mit einer kleinen Kurve abschließen. So. So, und dann sagen wir Feldrandkurs Nummer 7. Weil das hier Feld 7 wäre. 7 Feldrand. Und ich würde sagen, jetzt holen wir da meistens den Big M, oder? Das haben wir gespeichert, können wir den Ram einfach erstmal wegstellen. Ach, wir fahren mal hier vorne hoch, ob das jetzt passt. Also mit dem LKW hat es ja nicht gepasst, ihr habt es sicherlich gesehen. Aber hier mit einem Ram kann man auf jeden Fall. Obwohl, das ist schon alles. Also eben ist es nicht. Auch der hat hier tatsächlich so seine Probleme, aber der. Gut, der muss das auch können. Also wenn der da nicht hochkommt. So, dann stellen wir den Wagen mal hier vorne direkt neben dem. Ah, wusste ich doch, der steht da in der Halle. Ja. Einsteigen. Ich mag das. Ich gucke total gerne hier auf diesen neuen Hof. Es ist an den anderen Stellen tatsächlich ein bisschen, finde ich, so ein bisschen langweilig sogar geworden. Ne? Aber hier steckt auch viel Liebe dran. Also ich kann jetzt nicht die ganze Karte nachmappen. Das wäre dann wirklich zu viel. Aber naja, so macht es auf jeden Fall schon Spaß, da noch was zu machen und hier rüber zu fahren. Aber es ist dann schon auch sehr detailverliebt, wenn man daran arbeiten möchte. So, aber wir brauchen Feldarbeit, das ist klar.
Dann müssen wir uns erstmal wahrscheinlich den aktuellen Kurs laden, den Feldraumkurs. So. Aktuell geladener Kurs. 10 Meter müsste auch immer noch stimmen. Startposition die aktuelle. Vorgewinde, da nehmen wir auf jeden Fall mal 3. Das ist mir einfach lieber, gerade wo wir hier so viel da gerade haben. Also so viele Ecken da drin haben, ist es gar nicht verkehrt, wenn ihr dann auf den anderen Stellen wirklich auch drehen kann. Feldrinseln haben wir nicht. Einer reicht auch. Lass uns mal berechnen. Und dann gucken wir doch mal. Ja, gucken wir, da fährt er hier tatsächlich nochmal so. Ja, ich bin mal gespannt. Das hier ist auch spannend, was er sich da ausgedacht hat. Also der fährt tatsächlich noch hier für das Stück da rein. Wisst ihr was? Das machen wir nochmal. Und zwar mit 4 Vorgewinden, dann müsste das ein bisschen entspannter für den werden. Ach, da muss er den wieder rausnehmen. So, dann muss er den Kurs wieder laden. Manchmal muss man das einfach prüfen, ob es da nicht eine bessere Variante gibt. So, das ist der Rundkurs. Der Schleife da unten. Ich habe 4 Vorgewände drin. Theoretisch könnte der auch komplett im Kreis fahren. Gerade für den Big M ist das ja kein Akt. Ne, aber der fährt immer noch wieder hier in die Ecken rein. Naja, von mir aus. Dann gucken wir mal, ob er das denn dann auch entsprechend hinbekommt. Ja. 7, 10 Meter. Big M. Ich nenne ihn einfach so. Ist ja dann egal. So, und jetzt lasse ich den einfach mal darauf los. Das ist auch kein kombinierter Kurs. Feldarbeit. Der soll mal hier am ersten Wegpunkt gehen. Aber ich sehe schon, der fährt. Ah doch, der fährt in die Richtung. Bin ich mal gespannt, wie er in die Richtung fährt. Oder fährt er. Ja, der fährt so rum, ne? Muss man eigentlich drehen hier. Ich drehe den mal. So, Kurs beginnen, erster Wegpunkt. Und dann leg mal los, mein Lieber. Schauen wir uns das mal eben an, was er tut. Aber ich denke, das haut dahin. Ja, jetzt überlege ich gerade die Schwadablage. Naja, von mir aus. Das können wir auch so nochmal drehen, wenn wir es wollen. Wenn es dann zu feucht ist, das Gras, kriegen wir das auch so hin. Der hier ist durch mit dem Vorgewinde. Gucken wir mal, wie viel Saatgut der noch hat. Ah ja, das sollte für das Feld aber locker reichen. Ich hatte überlegt, ob ich dem tatsächlich einen Kurs anlegen muss, dass der Saatgut nochmal nachholt, aber ich glaube, das braucht er für das Feldchen nicht. Die Sämaschine ist eigentlich groß genug. Dann passt das doch da schon rein. So, was haben wir denn hier noch? Hier läuft die Arbeit. Zuckerrohr ist bald durch, ne? Ach, guck mal, da oben, das Feld ist durch. Ja, dann werden wir doch da schon mal die Drescher hinfahren und auch einen Abfahrer mit einstellen. Das hat beim letzten Mal nicht ganz so gut geklappt. Ich denke, diesmal sollte das aber hinhauen. Aber dann fahren wir erstmal die Drescher hin. So, wo haben wir die denn? Die Rubicon. Da muss ich gerade echt überlegen. Ach, die stehen da. Da sind die Drescher. So, müssen wir mal gucken, ob wir noch einen Abfahrkurs haben. Ich glaube, wir haben keinen Kurs, ne? Oder wollen wir heute mal einen machen? Ich überlege gerade, ob ich mal selber dreschen möchte. Ich hätte doch schon noch Lust drauf. Wisst ihr was? Ich werde einen Abfahrer einstellen und dann dresche ich mal selber. Ja, das finde ich einen guten Plan. Aber
Trotzdem gucke ich, ob wir diese Lane haben zum Abfahren. Da kann ich nämlich auch den LKW da einfahren, sonst würde ich die jetzt mit einfahren. Moment. Das hier kann man erstmal rausnehmen. So, was haben wir denn hier? Nee, haben wir tatsächlich nicht, ne? Also ich. Oder fahre ich den gleich mit dem LKW ein? Ja, ich fahre den gleich mit dem LKW ein. Den fahre ich jetzt erstmal so hin. Ja, wir machen das mal gemütlich heute. Na. Das ist schon bloß blöd, wenn man die Cosplay-Kurse tatsächlich alle nochmal neu einfahren muss und ich weiß mehr, welche man denn schon hatte und welche hatte man nicht. Und ja, wenn man sich die einmal gemerkt hat, welche man hatte und wo die dann langfahren, dann ist es wirklich schwer, die auch nochmal genauso aufzubauen und hinzubekommen. Aber gut. In der Ruhe liegt die Kraft, ein bisschen Geduld ist auch notwendig. Das Zuckerrohr hier. Ja, wir haben ja schon den Entschluss gefasst, dass das wirklich das letzte Mal Zuckerrohr ist. Und dabei bleibt es auch. Also vorerst das letzte Mal. Ich denke, wir werden noch viele, viele Folgen in Zuckerrohr, viele Folgen Hofierschwert machen, bevor wir wieder Zuckerrohr hier anpflanzen. Das nächste, haben wir ja gesagt, ist Baumwolle. Da haben wir viele warten ja schon drauf, dass ich hier auf dem Feld endlich Baumwolle ansehe. Kommt auch drauf, hatte ich versprochen, kommt hin. Und dann werden wir das hier zur Baumwollplantage umfunktionieren. Das können wir ja auch machen, ja. Baumwollernter hier reinpacken. Das passt ja auf jeden Fall. Und dann werden wir das auch da umsetzen. Mal gucken, ob wir hier auf der Plantage noch einen Abfahrer haben. Überladewagen haben wir da, aber die funktionieren ja nicht als Abfahrer. Guck ich mal gleich, ob da noch irgendwas ist. Was haben wir denn hier unten angesät? Aber wir haben mal gespannt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den richtigen Sonnenblumen sind hier drauf, oder? Ja, das geht mit dem Schneidwerk aber nicht. Lieber Mario. Ja, dann sollte ich vielleicht doch mal über Abfahrkurse nachdenken. Oh weh, oh weh, oh weh. Und, was haben wir hier? Ah, da stand der auf Mais. Ah, ich mach doch jetzt hier nicht so ein Stück Mais. Oh weh. Aber das ist das gleiche Schneidwerk, wenn wir mal Futtermais daraus machen. Dann können wir ein Schneidwerk dafür benutzen. Das können wir schon mal kaufen. So, und zwar sind es Schneidwerke, meine ich. So, was haben wir denn da? Das ist das Capello, ne? 15 km/h, 12 Meter. Aber das kann natürlich. Ne, das kann kein Mais. Das sind echt unterschiedliche Werke. Maispflücker. Ah, das kann aber auch Sonnenblumen. Was haben wir denn hier? 12 Meter, aber das kann nur 10 km/h. Dafür kann es beides. 9 Meter, 12 Meter. Ja. Dann werden wir natürlich das nehmen, weil es einfach beides kann. Das ist dann von Vorteil. Kommen wir hier. Tja. Was muss, das muss. Wer hat sich denn hier ausgedacht, Sonnenblumen zu pflanzen? Das hatte ich überhaupt nicht mehr am Schirm, dass hier Sonnenblumen stehen. So, ich mache mal erstmal aus. Und dann gucken wir mal. Ah, da nehmen wir den Optiliner. Auf jeden Fall nehmen wir dafür den Optiliner.
Das finde ich gut. So, jetzt müssen wir ein bisschen Kurse einfahren. Als erstes Mal fahren wir von dieser langen Strecke hoch zum Feld 1, 2, 3. Da kommen wir ja an dem. Dann fahren wir beide Strecken, so Teilkurse, ne? Die kann man ja dann noch zusammenladen. So. Hier vorne mittig fangen wir an. Und dann fahren wir den Kurs mal ein. Kursaufzeichnung beginnen. Ich fahre lieber in der Außenansicht, da kann ich einfach ein bisschen mehr aufpassen, wo ich gerade lang komme, ob ich da auch genug Platz rechts und links habe. Also nur für die Kurseinfahrerei. Ansonsten fahre ich lieber in der Innenansicht, wenn es gerade geht. Ich vergesse es manchmal. Aber jetzt hier gerade passt es natürlich. Ja, da werden noch mehr Kurse anstehen. Das sehe ich schon kommen. Ne? Feld 1, 2, 3 müssen wir natürlich dann auch wieder zurück. Dann müssen wir die Händlerkurse noch anlegen. Na gut, das ist ja schon viel, was wir so über die Zeit hier an Kursen angelegt haben, was jetzt alles weg ist. Aber die Sonne scheint hier auf der Ravenport und dann soll das auch passen. Wer hat sich von euch denn schon für Folge 100 beworben? Ja, ich habe schon gesehen, es gab schon Bewerbungen. Und ja, spannend. Ich bin wirklich sehr gespannt, was da noch so kommt. Wenn ihr das vorhattet, dann schreibt es doch jetzt gerne rein. Also so arg lange kann ich natürlich auch nicht mehr warten. Ich muss ja vorher Sachen absprechen mit einigen von euch. Oder mit demjenigen. Ja, das muss auch ein bisschen geplant sein. Also viel mehr Zeit könnt ihr euch jetzt nicht lassen. Wenn überhaupt noch. Müsste ich tatsächlich noch überlegen, ob das überhaupt noch passt. So, Lane. Hoferweiterung. Fahren wir ein Stückchen vor. Jetzt machen wir Hoferweiterung. Oh, der fängt ja mal zu zittern. Was ist denn jetzt los? Aber gut, dass er nicht so arg weit fahren muss. Oha. Ja, da bin ich mal gespannt, ob ich die Folge noch zu Ende bringe. Das sieht aber doch sehr merkwürdig aus, was der hier gerade macht. Aber so ein bisschen wie Phasenverschiebung, ne? Wenn, ich weiß nicht, ob ihr die Serie Flash gesehen habt, wenn der anfängt, die Dimensionsphasen zu verschieben und seine Hand so schnell bewegt, dass der dann in die durch so Schutzschild und sowas durchkommt. Ja, so sieht es gerade ein bisschen aus. Aber gut, wenn wir jetzt hier stoppen. So, können wir auch speichern. Das ist Hoferweiterung. Feld 1, 2, 3. So, den Trailer können wir eigentlich hier lassen. Und dann machen wir jetzt noch. Aber der fängt auch an zu zittern, ne? So, das sehen wir raus. So, nochmal Kursaufzeichnung beginnen. Und dann werden wir den nochmal zum Händler fahren. Uiuiui. Ja, die Phasenverschiebung beginnt. Wir werden uns gleich in einer anderen Dimension wiederfinden. Ich hatte überlegt, ob ich das hier im Zeitraffer mache, aber es ist gerade eigentlich zu spannend, was hier passiert. Der Zug fährt ganz normal vorbei, nur dieser LKW zappelt.
Das ist ja abgefahren. Ja, der wird auch, wenn wir langsamer fahren. Das war schon sehr spannend, was das sein könnte. M hat durchdrehen Reifen, okay. Ja, können wir uns jetzt gar nicht drum kümmern. Wir fahren jetzt zum Händler. So, dass das auch passt. Ich hoffe, ich finde die richtige Strecke. Hier hinten rum fahre ich ja doch eher selten, aber das ist halt die Strecke, die aber Sinn macht. Dann muss die Geräte nicht immer auf einer Strecke fahren lassen, wenn die sich mal entgegenkommen. Das ist besser, wenn die so wirklich außenrum von der Karte mal die Strecken abnehmen. Theoretisch wäre clever, sogar an die Triggerpunkte hier ranzufahren, die durchfahren zu lassen. Aber das muss auch nicht zwingend sein. So, fahren wir noch weiter geradeaus. Ja, fahren über diese Hauptstraße dann, ne? Warum nicht? Diese Stadt ist schön gemacht, das kann man gar nicht anders sagen, aber macht man da viel? Also wenn man so ein Rollenspielprojekt hat, dann könnte man natürlich einiges hier machen, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht. So. Das hier ist jetzt Feld 1, 2, 3, Händler, ne? Aber das Spiel mal eben zwischendurch speichern. Was habe ich denn gerade hier gesehen auf dem Feld? Oh, aber der macht fleißig seine Arbeit. Der Big M hatte Durchdrehreifen, ne? Das ist er aber nicht. Was haben wir denn? Wo auch immer der hingefahren ist. Da wäre ich mal gespannt, wo der. Ach, wisst ihr was, ich kann ja so einsteigen. Wo bist du denn? Guckt euch das mal an. Sag mal. Okay, das erklärt das Zittern. Der hatte keine Ahnung, wo er hin sollte. Und hat hier dann, ja, dafür brauche ich natürlich den Map Cleaner. Jetzt, weil ihr euch nicht gesehen habt, guckt euch das an. Ich habe bei den Mod bei Modhoster auch. Guckt euch das hier an. Vielleicht war dieser Feldreinkurs dann doch ein bisschen zu viel um diese Ecken. Sag mal. Ja, das erste Stück hat er schön gefahren und dann. Dann nicht mehr, dann verließen sie ihn. Ja, war definitiv zu viel. Also das war Quatsch, das wäre nicht nötig gewesen. Da habe ich es garantiert übertrieben. Das muss ich mir sagen lassen. Aber das korrigieren wir mal in einer anderen Folge. Jetzt stellen wir den erstmal hier ab. Und ja, für heute soll das sonst das gewesen sein. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir ein Däumchen da, ein Abo, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Alles Gute, bye bye und ade.